Ja, Rainer, erstmal ganz konkret, gibt es ganz spezielle Maßnahmen, die von beiden Seiten, von beiden Vereinen ergriffen werden im Vorfeld des Derbys? Gut, neben den üblichen Sicherheitsmaßnahmen, die natürlich von beiden Vereinen in enger Abstimmung gemeinsam mit der Polizei, sowohl hier in Köln als auch in Mönchengladbach durchgeführt werden, haben wir jetzt keine zusätzlichen Maßnahmen erstmal geplant, aber wir sind natürlich in enger Abstimmung, insbesondere auch mit der Einsatzleitung in Mönchengladbach. Es gibt heute noch eine Sicherheitsbesprechung und von daher denke ich mal, dass wir das wie in den letzten Spielen auch in Mönchengladbach, sowohl auch in Köln, dass wir das trotz aller Emotionen, die natürlich im Moment sehr, sehr groß sind, insbesondere hier bei uns in Köln, dass wir das vernünftig hinbekommen werden, den Ablauf dieses Spiels. Und ich nehme natürlich gerne die Gelegenheit auch nochmal wahr, zu appellieren an unsere Fans, ja, den 1. FC Köln am Sonntag würdig zu vertreten und sich nicht an irgendwelchen Provokationen und Ausschreitungen zu beteiligen. Wie viel Sorge ist vielleicht dabei, aufgrund der letzten Vorfälle, die es gegeben hat auf der Autobahn? Ja, das ist natürlich schon ein Thema, was man nicht so ganz wegwischen kann. Aber die Information, die wir aus Mönchengladbach haben, ist, dass von denen ihrer Seite aus da keine Gegenmaßnahmen jetzt geplant sind oder Vergeltungsmaßnahmen. Wir sind, wie gesagt, in enger Abstimmung und es sind auch viele Leute bei uns, die am Sonntag in Mönchengladbach fahren, die auch nochmal Botschaften senden wollen, sich gegen Gewalt auch positionieren wollen mit Spruchbändern etc. pp. Also von daher denke ich mal, dass wir es vernünftig hinkriegen. Der Gästebereich ist noch gar nicht ausverkauft. Sind wohl sogar noch so 1.000 von gut 5.000 Tickets über. Woran liegt das? Ja, das ist eigentlich das erste Mal. Das ist schon ein bisschen überraschend. Ich denke mal, dass es eine Kombination aus zwei Dingen ist. Erstmal, dass natürlich auch das Sicherheitsgefühl einfach ein Punkt ist, wo sich viele Leute auch sagen, okay, muss ich mir das am Sonntag antun? Es gibt hohe Sicherheitsmaßnahmen. Das Zweite ist natürlich sicherlich auch die momentane sportliche Entwicklung. Und von daher, das sind sicherlich die Gründe. Also auf die Eintrittspreise ist jetzt zu schieben, das wäre zu einfach. Dann als Schlussfrage von mir, diese angesprochenen üblichen Maßnahmen, also gibt es auch wieder Betretungsverbote für einige Kölner und vielleicht auch für Gladbacher rund ums Stadion oder wie sieht es da aus? Ja, es gibt, ich kann Ihnen die genaue Anzahl, kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, aber es sind Bereichsbetretungsverbote sowohl für Köln als auch für München-Gladbacher ausgesprochen worden. Darüber hinaus noch weitere 100 Mahnschreiben seitens der Polizei für Leute, die schon mal negativ in Erscheinung getreten sind, die aber hinfahren dürfen dann, die aber gesagt worden ist, okay, wir haben ein Auge bei euch. Bitte benimmt euch vernünftig. Und das sind die Maßnahmen. Darüber hinaus ist neben dem Glasverbot, was eigentlich auch schon obligatorisch auf den Reisewegen ist, und Flaschen- und Dosenverbot im Stadion, das sind die normalen Standardmaßnahmen, die wieder getroffen worden sind.